So, herzlich willkommen zum THC Talk, heute mit Emily Bölk. Emily, heute das erste Saisonspiel der Bundesliga 19-20 gegen den FSV Mainz. Gewonnen mit 20-40. Ja. Ist das so, wie ihr es euch vorgestellt hattet heute? Ja, tatsächlich. Ich mir ja. Ich bin froh, dass wir das so konsequent von der ersten Sekunde eigentlich durchziehen konnten, dass wir uns auch trotz der hohen Führung, sage ich mal, nicht haben, dass wir unsere Leistung gehalten haben und unseren Vorsprung weiter ausbauen konnten. Da bin ich sehr happy drüber. Da konnten wir ein bisschen was gut machen fürs Torverhältnis, was sicherlich wieder wichtig sein wird, diese Runde. Und ich denke, es war rundum ganz guter Einstand. Herbert Müller hat gesagt, man gewinnt solche Spiele eigentlich nur oder so eine Meisterschaft mit einer stabilen Abwehr. Ihr habt in der ersten Halbzeit heute 8 Tore zugelassen, habt eine sehr stabile Abwehrleistung gezeigt. War das das, was ihr euch das so vorstellen könntet? Das auf jeden Fall. Also egal gegen welchen Gegner, ist eine gute Abwehr mit guten Torhütern einfach der Garant dafür, dass man auch eine gute Leistung bringen kann. Das hat heute sehr gut funktioniert. Das wollen wir natürlich weiterhin ausbauen. Aber mit vielen Ballgewinnen hinten konnten wir natürlich dann auch das Tempo nach vorne spielen und damit einfache Tore machen. Und von daher bin ich auch super happy mit den gefangenen Toren. Emily, gestern Abend hattest du einen Überraschungsauftritt auf einem anderen Parkett. Und zwar warst du bei der Talkshow Krause höchstpersönlich mit Gregor Gysi, Herrn Moring, vielleicht den zukünftigen Ministerpräsidenten von Thüringen und der Schauspielerin Sarah Rauschuk. Wie hast du das empfunden? Wie bist du dazu gekommen eigentlich? Tatsächlich war das eine relativ spontane Angelegenheit. Ich wurde Mitte der Woche angerufen, ob ich da spontan Zeit für hätte, um da den sportlichen Part zu übernehmen bei der Runde. Und da habe ich zugesagt, bin da ein bisschen verspätet mit dazugestoßen, weil ich natürlich das Abschlusstraining nicht verpassen durfte. Und dann wurde ich als Überraschungsgast sozusagen angekündigt. Und es war echt eine sehr lustige Runde und hat wirklich viel Spaß gemacht. Wie lustig war denn Gregor Gysi eigentlich? Wie bitte? Wie lustig war denn Gregor Gysi? Wie glücklich? Wie lustig. Ach, lustig. Wirklich sehr lustig. Also er hatte wirklich zu jedem Thema irgendeinen flotten Spruch auf Lager. Also es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ging auch, glaube ich, länger als gedacht, weil alle doch und vor allen Dingen natürlich Herr Gysi etwas mehr zu erzählen hatten. Aber ich denke, alle waren rundum zufrieden, war eine tolle Veranstaltung und ich glaube, die rund 400 Gäste hatten auch ihren Spaß. War es deine erste Talkshow? Talkshow in dem Sinne ja. Also ich war öfter schon mal auch im Fernsehen und wurde interviewt. Natürlich auch kennen wir das von den Zeitungen nach den Spielen und so, aber Talkshow in dem Sinne war tatsächlich Debüt für mich. Gut, Emmy, recht herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Und wir sehen uns dann in der Beachsporthalle nächste Woche dann wieder. Kommt alle vorbei. So.